Moin, ich bin Carsten Strauß, Arzt und Sozialpädagoge. Wahrscheinlich kennen Sie den existenzerhaltenden Spruch aller Ärzte und Psychologen: Es gibt keine Gesunden, es gibt nur nicht ausreichend Untersuchte. Das war eigentlich Satire. Dann kam die Pharmaindustrie und sagte: Klasse Idee, und schuf den Begriff des asymptomatisch Kranken. Jetzt brauchen wir niemanden mehr zu untersuchen, es sind sowieso alle krank. Wir sind das Volk, sagten Zehntausende, gingen die gegen die herrschende Obrigkeit auf die Straße und wurden bejubelt. Und die Diktatur griff nicht ein. Wir sind anderer Meinung, sagten Zehntausende, gingen auf die Straße und wurden beschimpft. Und die Demokratie schritt ein und diskreditierte abweichende Meinungen. Über 50 Künstler spielten einmal eine Rolle. Dann nahmen sie ihren Mut zusammen, gingen an die Öffentlichkeit und jetzt spielen sie keine Rolle mehr. Ich habe allergrößten Respekt vor den Menschen, vor jedem Menschen, vor anderen Meinungen und vor diesen Künstlern.